Also das ist zum Beispiel das «Alles im Butterbuch». Da siehst du einfach, dass ganz verschiedene Bundesländer aus Österreich haben da ihre Spezialitäten eingebracht. Und da sieht man jetzt zum Beispiel die Steiermark. Genau, das ist jetzt da Kärnten. Die Zuckerl. Genau. Ah, okay, sie kommen schon. Hi, grüß dich, ich bin Sarah, hallo, freut mich. Hallo, freut mich, bin die Sarah, hallo. Hallo, bin die Sarah, grüß dich. Hi. Hi, grüße dich, bin die Sarah, hallo. Hallo, grüße dich, Sarah. Hi, grüße dich. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ihr dürft gerade mal alle Platz nehmen. Herzlich willkommen zum Showkochen hier im Kreativhof im großen Walsertal. Vielen Dank, Silvia, für die Einladung. Vielen Dank für die Gäste, dass ihr alle da seid und interessiert seid am Thermomix. Mein Name ist Dingle Sarah. Ich bin Thermomix-Beraterin aus Feldkirch und freue mich, heute mit euch zu kochen. Das hier ist das aktuellste Modell TM6 seit 2019 auf dem Markt. Was das Gerät auszeichnet, ist einfach der patentierte, sehr starke, wartungsfreie Reluktanzmotor von Vorwerk. Der Thermomix selber gibt es schon 51 Jahre. Es ist ein Edelstahltopf, das Füllvolumen ist 2,2 Liter. Auseinandernehmen ist am besten einfach reinzufassen an die Schraube, den Kopf aufstellen und dann einfach nur hier mit diesem Klickdreh schlussendlich den Topf auseinanderzubauen. Man sieht jetzt hier dieses multifunktionale Schlagmesser, dieses Vierebenenmesser. Und das Geniale ist, alles was ihr da seht, ist wirklich geschirrspültauglich. So kann ich dann eigentlich komplett eine Taschenkochen machen, so nenne ich das. Heute zum Beispiel kochen wir unten eine Pfefferrahmsoße, in der Mitte geben wir dann die Kartoffeln hinzu, oben im Varoma-Behälter ein Schweinefilet im Speckmantel und ganz zu oben machen wir dann noch Bohnen und Karotten. Und das Ganze wird dann in einer halben Stunde fertig gekocht. Ich habe zwei Möglichkeiten, um zu kochen. Entweder mache ich ein geführtes Rezept. Da klicke ich einfach mit diesem Menü auf meine Rezepte. Eigene Rezeptlisten. Jetzt gebe ich mal meine Aufstriche an. Dann gibt es noch eine spannende Art, um zu kochen, und zwar das Manuelle. Muss man natürlich nicht, weil 72.000 Rezepte auf Cookidoo international sind doch eine Menge. Ich glaube, da können wir noch viele Jahre kochen, ohne dass uns langweilig wird. So, jetzt kann ich zur Seite sliden. Und jetzt kommen noch Zusatzfunktionen.
eine meiner Lieblingsfunktionen, die Eierkochfunktion. Also der Thermomix ist auch ein Eierkocher. Ich habe noch hier zwei verschiedene Pasten mitgebracht. Die mache ich wirklich immer auch selber. Das ist zum einen mal diese selbstgemachte Gemüsepaste. So, jetzt bräuchte ich drei Freiwillige. Wer hat denn von euch Lust, die Hauptspeise zu machen? Die Hauptspeise wird manuell gekocht, das heißt, das ist ein Rezept, das ich selber geschrieben, selber entwickelt habe mit der Pfefferrahmsoße. Das wird dann selber manuell gekocht. Ich habe es aber auf Papier gebracht für euch. Ihr müsst nur ablesen. Ich helfe natürlich. Dann haben wir den Brokkoli-Rohkostsalat und das Eis. Darf ich dich fragen, hättest du Lust, den Hauptgang zu machen? Sehr gut. Machst du den Brokkolisalat und du das Eis vielleicht? Super, toll. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Kochen. So, Kerstin, ich habe hier ein manuelles Rezept für dich, wo ich selber geschrieben habe. Unser Schweinefilet im Speckmantel mit Gemüse und Kartoffel am Pfefferrahmsoße. Ich würde dich bitten, mal zu starten und einfach mal zu lesen, womit wir beginnen. Lass dich mal zum Thermomix begeben und dann starten wir. Als erstes, Kerstin, Zwiebeln und Knoblauch in den Mixtopf. Jetzt kannst du mal die Waage einstellen. Genau. Schon zwei Zehen Knoblauch, perfekt. Und jetzt köchelt der Thermomix Friend einfach die 30 Minuten fertig. So, und Angelika zeigt uns jetzt ein geführtes Rezept mit dem Cookie Dough. Angelika, du darfst beginnen mit dem Menü. Genau, meine Rezepte, eigene Rezeptlisten. Und jetzt die Salate scrollen. Bestimmte drücken, genau, und dann der Brokkoli-Rohkost, jetzt kommt er, genau, anklicken. So, jetzt kannst du kurz scrollen oder direkt starten, du kannst auch direkt starten,
den Brokkoli in den Mixtopf geben. Du darfst starten mit dem Eis, mal beim Menü oben drücken. Genau, meine Rezepte, eigene Rezeptlisten. Und jetzt suchst du die Eis-Rubrik. Zum Wohl, Minand, zum Wohl. Guten Appetit. Danke. Mit dem Eisle. Lecker. Lecker? Das freut mich. So, meine Lieben, wie hat es euch geschmeckt? Sehr fein. Das freut mich, wenn es sehr gut war.
Jetzt interessiert es mich natürlich total, was euch besonders gefallen hat, was euch inspiriert hat. Und jetzt bitte ich euch mal, diese Fragebögen vor euch aufzuschlagen und bitte mal auszufüllen. Renate, wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Gut gefallen? Ja. So, meine lieben Damen, es war mir eine Freude und eine Ehre, heute mit euch zu kochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Darf ich Ihnen etwas fragen? Gerne. Hättest du denn schon irgendwas einen Vertrag dabei? Könnt ihr jetzt schon abschließen oder stellen? Ja, liebe Renate, sehr gerne. Dann darf ich dich kurz bitten, Platz zu tauschen mit Birgit. Das freut mich jetzt aber. Hast du dich doch noch entschlossen? Das ist richtig, ja. Sehr schön. So, jetzt musst du mir noch einmal ganz kurz deinen Namen geben. Renate.